Hallo zusammen. Hallo. Schön, euch heute Abend wieder auf unserem Kanal begrüßen zu dürfen. Heute ist das Thema Entwässerung der Wasserleitung, ja, Restwasser. Es ist Ende November, es sieht nicht danach aus, als würden wir dank Corona noch mal ein Wochenende wegkommen. Also habe ich mir gedacht, bevor es jetzt irgendwann mal richtig anfängt zu frieren oder das Wasser zu lange in den Leitungen steht, weil wir stehen ja nun auch schon 3 Wochen, entleere ich mal die Leitungen. Wir haben das Flue Entwässerungssystem. Hier seht ihr einmal das Set, wie man es geliefert bekommt. Lediglich habe ich mir noch die Schlauchschellen dazu besorgt. Sicher ist sicher. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung. Hier die kurze Montageanleitung. Alles sehr einfach gehalten. Kleine geniale Technik. Dazu brauchen wir keine Luftballon, sondern nur diesen Autokompressor hier. Er wird an einer 12 Volt Steckdose angeschlossen, macht einen Höllenlärm. Ich zeige euch mal kurz. Macht einen Höllenlärm. Keine Angst, ich drehe den Ton runter. Ja, der Rest ist schnell erzählt. Weiteres nach dem Intro. Weiteres nach dem Intro. Im Vorfeld baue ich noch hier unseren Wasserfilter aus. Normalerweise klappt das immer recht reibungslos. Ich hoffe dieses Mal auch. Und ja, schaut einfach mal zu. So, dann wollen wir als erstes den Wasserfilter ausbauen. Hierzu erstmal beiseite hier. So löse ich die 2 Schrauben an. So, drehe hier einmal den Hahn zu. Hier ein Hahn. Die beiden Haupthähne hier vom Panzerschlauch. 4,5 Bar sind hier drauf. Da muss man da schon einen Panzerschlauch dran ansetzen. So, jetzt kommt ein wenig Wasser raus. Nicht so nah dran. Das Ganze hier vorsichtig rausgehoben werden. Und einfach hier drauf abstellen. Und das war's. Ein bisschen Wasser kommt immer raus, aber das ist nicht weiter tragisch. Das ist also unser Wasserfilter. Funktioniert wunderbar. Zeige ich euch aber in einem anderen Video, wie das alles so funktioniert. Was wir hierzu benötigen, ist zum einen dieser Kompressor hier. Ja, das ist ein normaler Autokompressor mit hier so einem ganz normalen Autoventil. Das schrauben wir hier drauf, ja, auf diese Verschlusskappe hier. Wir haben 2 Ventile. Einmal das blaue hier vorne und einmal das Abschlussventil hier. Ja, dann muss dieses blaue Ventil, was normalerweise zur Pumpe geht, diese Leitung muss verschlossen sein, ist jetzt der Fall. Hier dieses Ventil muss geöffnet werden, nach unten. So. Und dann schraube ich es mal drauf. Ich hoffe, ihr könnt alles gut sehen.
Licht ist ja ein bisschen Mangelware. Einmal die Verschlusskappe hier abschrauben. Das hier einmal aufschrauben. So, geht auch relativ einfach, wenn man eine ruhige Hand hat. Vorher natürlich alles entwässern, alle Wasserhähne verschließen. Ein Bar Druck soll auf die Leitung. Lass uns mal laufen. Kein Strom, kein Bild, kein Ton, ich komme schon. Was ist das? Nee? Ah. Ja, so, ein Bar Druck auf die Leitung, Strom ist an und los. Moni, würdest du einmal bitte den kalten Wasserhahn aufdrehen? Vorsichtig, der kommt. Jo. Ja. Gut, heiß einmal. Die heiße Seite öffnen. Ja, kommt eine ganze Menge raus. Ne? Mhm. Das gleiche nochmal. Ein Bar Druck drauf. Louis sagt, nicht mehr als ein Bar Druck auf die Leitung geben, weil sie ansonsten Schaden nehmen könnte. Nur bitte einmal zuerst kalt. Und einmal heiß, bitte. Aber auch schon weniger, ne? Fast schon leer. Okay. So, gleich in grün. Was nochmal? Nicht den Eimer nehmen, sondern ich habe da schon eine Tasse hingestellt. Funktioniert nämlich nicht. Warte. So, jetzt einmal die Tasse drunter stellen. Tue ich mit dem Arm, ich sehe nichts. Jetzt die heiße Seite. Zumachen. Die Tasse ist voll. Einmal. Da kommt schon weniger. Okay. Als nächstes machen wir mal die Toilettenspülung. Ja? Ich muss erst mal Druck auf die Leitung geben. Ja. Immerhin. Gut, Toilette ist er. Jetzt nehmen wir als nächstes die Dusche.
Möchtest du für die Dusche noch einen Eimer haben? Guck mal. Okay. Sehr schön. Soll ich festhalten? Ich glaube, das geht. Bitte die heiße Seite auch nochmal, ja. Okay. Dann mache ich das jetzt noch einmal und dann sind wir wahrscheinlich schon durch. Gut. Heiße Seite. Ist auch gut. Gut. Hier einmal zum Anschauen, wie viel Wasser es ist. Das ist doch eine ganze Menge. Ich schütte es einmal aus. Also es ist erstaunlich. Die Wasserleitung war komplett leer gelaufen, laut Herstellerangaben. Pumpe war aus. Ich habe die Pumpe auch eine Zeit lang, ich sag mal, gefühlte 20 Sekunden leer laufen lassen. Eigentlich dürfte nichts mehr in der Leitung sein. Und jetzt schaut einmal, wie viel Wasser da noch drin ist. Ohne das bisschen Wasser, was wir noch aus der Toilettenspülung rausgeholt haben. So, ich ziehe einmal das Stromkabel wieder raus. Daneben. Ja, ihr habt gesehen, es war nicht allzu viel Arbeit. Die Vorbereitung ist eigentlich noch so das Schlimmste hier mit dem Ausbau des Wasserfilters und das Anschließen mit dem Autoadapter an die Wasserleitung, anschließen am Strom, ist also nicht so dramatisch. Die Alternative wäre das dazu. Ja. Ich puste es einmal auf. Ich zeige euch einmal, wie die Alternative aussehen würde. Wasserhahn, Luftballon. Das war der erste Versuch. Sagen, müsste ein bisschen geschickter sein, dann wird es auch funktionieren. So. Leitung auf und dann müsste man das hier, ich sag mal, rausdrücken. Ist mir aber ehrlich gesagt zu umständlich. Und das jetzt auf jeder Wasserleitung. Wobei man sagen muss, Toilettenspülung kriegst du jetzt hiermit auch nicht ausgedrückt. Ne? So richtig funktioniert es dann nicht. Das nächste jetzt eigentlich nur noch hier einmal den Filter vor der Pumpe aufdrehen, Wasser aus dieser Kammer rauslassen und dann ist es eigentlich erledigt. Für alle Challenger-Fahrer, die sich jetzt fragen, wieso hat denn da so eine Klappe und wir nicht, die habe ich mir im Nachgang selber gebastelt. Und zwar habe ich dieses Brett, was hier mit Schrauben, ja, seht ihr, mit Schrauben fest verschraubt war, habe ich mir abgeschraubt, mir hier einmal der Länge nach übersägen lassen in der Schreinerei, damit es auch schön gerade ist, habe mir diese Kunststoffscharniere bei Amazon bestellt, gibt es im Camping-Zubehör, verlinke ich euch gerne, ja, und dann habe ich es dran geschraubt und klappt wunderbar. Warum das hier so ein bisschen klackert, zeige ich das mal, ist hier, man sieht es kaum, das ist ein Stück von diesem doppelseitigen super Wunderklebeband. Das kann man nämlich wie so ein Gummi formen. Drauf und hält. Wie so ein Widerstand. Ist doppelseitig und hält.
habe ich auch hier, damit dieser Panzerschlauch nicht immer hin und her wackelt, kann man jetzt kaum erkennen, aber auch so ein Tropfen davon zusammengedrückt, draufgeklebt, Panzerschlauch drauf, hält. Auf dem Tank genauso hier, hält Bombe, passiert nichts und ich kann es immer ablösen. Hier vorne dieser kleine Tropfen genauso, man kann es immer wieder ablösen, überhaupt kein Problem. Zu guter Letzt habe ich das Stöpfchen wieder draufgedreht, habe diesen Hahn hier wieder geschlossen, damit kein Wasser austreten kann, wenn die Leitung wieder unter Druck steht. Ja, das war es eigentlich schon. Hier mein super robuster Panzerschlauch, braucht man. Ja, wenn ich mir jetzt überlege, dieses Teil hier mit 12 Volt Strom, ganz relaxed, angeschlossen, Knöpfchen drücken, ausblasen, Ende. Ja, da brauche ich vielleicht ein bisschen länger. Ich weiß, das Wasser ist komplett alles raus, also zum größten Teil. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt auch keine Gefahr für die Wasserleitung besteht. Ja, ich brauchte mich nicht großartig anstrengen. Das Foliesystem kostet 59 Euro. Sehr zu empfehlen. Ist einfach ein tolles System. Die Montage ist auch super einfach. Also das wäre die Alternative, der Luftballon. Ich finde, muss jeder selber entscheiden, aber ich finde, mit diesem Kompressor ist es die einfachere, elegantere Lösung. Ja, du kannst es zwischendurch mal machen, wenn du sagst, die Kiste steht ein bisschen länger, damit das Wasser nicht zu lange in der Leitung steht. Dann kann ja auch der Luftballon mal nicht auslutschen oder kaputt gehen. Da musst du eventuell selber mit dem Mund unterm Wasserhahn. Wie gesagt, kannst du ja selber entscheiden. Aber ich bin für den Kompressor. Ein gutes System für 59 Euro. Ich werde euch das verlinken. Ja, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Assistieren. Ja, du darfst gerne beim nächsten Mal wieder mitmachen. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, schickt uns ein paar Kommentare. Und ansonsten freuen wir uns, euch wieder auf unserem Kanal begrüßen zu dürfen mit Moni und Jörg und Lotti on Tour für den Feuervogel. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss.